Hier ist Simon von foodwissen.de und heute möchte ich euch erklären, wie ihr Ingwer am besten einfriert. Ihr habt dafür mehrere Methoden. Die eine Methode wäre, den gewaschenen Ingwer komplett einzufrieren, also wie hier. Entweder könnt ihr den Ingwer mit einer Plastikfolie umwickeln und dann anschließend in einen Behälter einfrieren, der natürlich geeignet ist für den Tiefkühler. Die zweite Möglichkeit ist, den gewaschenen Ingwer zu vakuumieren und anschließend einzufrieren. Das wäre übrigens auch meine Empfehlung. Und die dritte Variante wäre, den Ingwer zu waffeln damit und anschließend am besten in einen Behälter für Eiswürfel einzufrieren. Ich möchte euch die einzelnen Optionen jetzt noch etwas im Detail zeigen. Egal welche Methode ihr wählt, der erste Schritt ist immer, den Ingwer sehr, sehr gut zu waschen und von jeglichem Schmutz zu befreien. Anschließend solltet ihr den Ingwer auch sehr, sehr gut trocknen. Das verhindert, dass sich noch Wasser auf dem Ingwer befindet und dann anschließend auf der Oberfläche vom Ingwer einfriert. Also in einem ersten Schritt wird der Ingwer gut gewaschen und anschließend werden wir ihn noch trocknen. Dafür nehme ich immer ein Küchentuch, ein Geschirrtuch. Immer schauen auch, dass ihr auf den Seiten den Ingwer gut trocknet. Ich habe ein Stück des getrockneten Ingwers nun abgebrochen. In einem ersten Schritt nehmt ihr nur eine Klarsichtfolie. Ihr könnt übrigens auch sehr gut Alufolie nehmen, das ist auch in Ordnung. Schaut, dass ihr möglichst viel Luft aus der Folie rausbekommt. Und anschließend könnt ihr es auch in einen Gefrierbeutel machen oder wie ich in eine Gefrierbox und so dann anschließend direkt in den Kühlschrank. Ingwer hält so mehrere Monate. Ich habe schon Ingwer 6 Monate nach dem Tiefkühlen wieder benutzt und hat ausgezeichnet geschmeckt. Die zweite Methode wäre, Ingwer zu vakuumieren und dann einzufrieren. Ich habe hier ein Vakuumiergerät von Solis. Insgesamt habe ich aber ganz, ganz viele Vakuumiergeräte bei mir zu Hause und schon viele getestet. Wenn ihr möchtet, könntet ihr in der Beschreibung sehen, dort habe ich euch meinen absoluten Favorit verlinkt. Um Ingwer zu vakuumieren, macht ihr den Ingwer in einen Vakuumierbehälter und vakuumiert anschließend den Ingwer. Am besten zeige ich euch das kurz, dafür muss ich noch zuerst kurz mein Vakuumiergerät einstecken. Wie ihr hört und hoffentlich bald seht, ist mein Vakuumiergerät momentan fleißig daran, die ganze Luft rauszupumpen. Ich hoffe, ihr hört mich genug gut, aber ihr seht, wie die Luft langsam rausgeht. Das dauert in der Regel etwa 20 bis 30 Sekunden. Und anschließend, wenn die ganze Luft draußen ist, dann kann man den Beutel auch verschließen. Das mache ich jetzt. Dabei wird ein luftdichter Verschluss gemacht. Das haben wir jetzt fertig. Ihr seht, hier wurde ein Siegel gemacht und insgesamt befindet sich keine Luft mehr in dem Beutel. So hält der Ingwer am allerlängsten im Tiefkühler. Ich würde sagen, etwas zwischen 5 und 6 Monaten garantiert, aber wie gesagt, auch viel, viel länger möglich. Die dritte und letzte Möglichkeit ist es nun, den Ingwer noch zu raffen. Das bin ich momentan gerade fleißig dran. Wenn ihr eine genügend große Menge habt, nehmt ihr am besten einen Löffel, wie hier, und einen Behälter für Eiswürfel. Dann macht ihr eure Portionsgröße. Am besten überlegt ihr euch jeweils, für was ihr den Ingwer benötigt anschließend und wählt die Größe so. Ich mache es anschließend immer noch so, dass ich den Behälter mit Folie bedecke und dann anschließend noch andrücke. Damit kann ich verhindern, dass möglichst wenig Luft daran ist. Und so kommt es am besten noch zusätzlich in einen Beutel direkt in den Tiefkühler. Egal für welche der drei Methoden ihr euch entscheidet, Ingwer einzufrieren ist eine optimale Möglichkeit, um die Haltbarkeit zu verlängern. Wenn ihr dann den Ingwer auftauen möchtet, empfehle ich euch, den Ingwer direkt, entweder eben in einen von den drei Methoden, direkt in den Kühlschrank zu legen und dann da über die Nacht auftauen zu lassen und schlussendlich vielleicht 1 oder 2 Stunden vor dem tatsächlichen Gebrauch aus dem Kühlschrank zu nehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald.